DW Deutschlanden mit Nachrichten Dienstag 19.02.2019, 9 Uhr in Deutschland. US-Bundesstaaten klagen gegen Trumps Notstandserklärung. Im Streit um die Ausrufung des nationalen Notstands durch US-Präsident Donald Trump haben 16 Bundesstaaten Klage eingereicht. Trumps Vorgehen sei ein Verstoß gegen die US-Verfassung, heißt es darin. Konkret werden zwei Bestimmungen genannt, die das Gesetzgebungsverfahren und die Rolle des Kongresses bei der Verwendung öffentlicher Gelder betreffen. Trump hatte am Freitag den Notstand erklärt, um Finanzmittel für den Mauerbau an der Grenze zu Mexiko beschaffen zu können, die ihm der Kongress verweigert hatte. Trump hatte selbst mit einem Gerichtsstreit gerechnet. Trump warnt Militär in Venezuela, US-Präsident Donald Trump hat der Armee Venezuelas mit schweren Konsequenzen gedroht, wenn sie den amtierenden Staatschef Nicolas Maduro weiter unterstützt. Die Soldaten würden alles verlieren, sagte Trump. Die USA wollten einen friedlichen Machtwechsel, aber alle Optionen seien offen. Die US-Regierung unterstützt den selbsternannten Übergangspräsidenten Juan Guaido im Machtkampf mit Maduro. Venezuela leidet seit langem unter einer schweren Versorgungskrise. Derzeit stehen LKW mit Hilfsgütern an der Grenze bereit. Maduro hält die humanitäre Hilfe aber für einen Vorwand für eine Militärintervention und lässt sie nicht passieren. Bolsonaro feuert Minister nach Betrugsvorwürfen. Brasiliens Staatschef Jair Bolsonaro hat seinen Vertrauten Gustavo Bebiano als Minister im Präsidentenpalast entlassen als gründe für den rauswurf nannte der präsident unterschiedliche ansichten zu wichtigen themen sowie missverständnisse bebiano war früher chef von bolsonaros ultrarechter partei psl und einer der hauptverantwortlichen für den wahlkampf nach dem Amtsantritt Bolsonaros wurden Vorwürfe laut, die PSL habe Scheinkandidaten aufgestellt, um staatliche Wahlkampfhilfe zu veruntreuen. Zum Nachfolger Bebianos wurde der Ex-General Floriano Peixotu ernannt. Fünf Sterne Basis lehnt Prozess gegen Salvini ab. Die Mitglieder der Fünf-Sterne-Bewegung wollen nicht, dass Italiens Innenminister Matteo Salvini vor Gericht gestellt wird. Salvini ist Chef der Koalitionspartei Lega. Ihm wird Freiheitsberaubung vorgeworfen, weil er im vergangenen Jahr 177 Flüchtlingen tagelang verboten hatte, an Land zu gehen. Der Prozess kann nur stattfinden, wenn die Fünf-Sterne-Bewegung der Aufhebung von Salvinis Immunität zustimmt. Bei einer Online-Abstimmung sprachen sich 59 Prozent der Mitglieder dagegen aus. In der Opposition hatten die Sterne die Immunität von Politikern stets scharf kritisiert. Erneut Afghanen aus Deutschland nach Kabul abgeschoben. In der afghanischen Hauptstadt Kabul ist ein weiterer Abschiebeflug mit 38 Afghanen aus Deutschland eingetroffen. Es war die 21. Sammelabschiebung seit dem ersten Flug im Dezember 2016 bei den bisherigen 20 Abschiebungen hatten Bund und Länder 474 Männer nach Afghanistan zurückgebracht die abschiebungen sind umstritten weil die sicherheitslage in afghanistan weiter angespannt ist der Krieg gegen die radikal Taliban und die Terrormiliz Islamischer Staat, IS, fordert täglich zivile Opfer. Über 200 Jahre Haft für Regimekritiker in Nicaragua. Ein nicaraguanisches Gericht hat einen Anführer der Bauern zu 216 Jahren Gefängnis verurteilt. Das Gericht befand den Oppositionellen des Terrorismus, des Mordes und der organisierten Kriminalität für schuldig. Er soll gemeinsam mit zwei Mitangeklagten an einem Anschlag beteiligt gewesen sein, bei dem fünf Menschen getötet wurden. Die beiden Mitangeklagten erhielten Haftstrafen von 210 und 159 Jahren. Der Bauernführer war an den gescheiterten Friedensgesprächen zwischen dem autoritär regierenden Präsidenten Daniel Ortega und der Opposition beteiligt, die im vergangenen Jahr stattfanden. Soweit die Meldungen von Dienstag, dem 19.02.2019.